Ja, wir sind heute ausnahmsweise mal zu zweit in Berlin, denn es sind ja auch Ausnahmezeiten. Guten Abend. Ja, guten Abend aus Berlin. Eine besondere Ausgabe der Tagesthemen heute nach dieser besonderen Bundestagswahl. Am Tag danach, an dem wir immer noch nicht schlauer sind, wer künftig Deutschland regieren wird. Versteht eigentlich nur eins, die Wahl knapp gewonnen hat die SPD. Und das sieht man auch gut an dieser Deutschlandkarte, die die Wahlkreise der Republik zeigen. Hier sieht man, welche Partei da jeweils bei den Zweitstimmen, also den Kanzlerstimmen vorne liegt. Und wir sehen, Deutschland ist sehr rot, vor allem im Norden und in den Westen hinein. Darüber wollen wir sprechen, auch gleich mit dem Wahlsieger Olaf Scholz. Der Süden dagegen traditionell schwarz gefärbt, aber dennoch Katerstimmung bei der Union. Denn das historisch schlechteste Wahlergebnis führt dazu, dass es vielerorts, wie da beispielsweise in Baden-Württemberg, wie ein Flickenteppich aussieht. Und schon hat in der Union der Machtkampf begonnen. Regieren oder doch Opposition, auch darauf wollen wir in dieser Sendung eingehen. Das Rumoren in der CDU-CSU hat auch damit zu tun, was sich hier unten im Osten der Republik, da wo es ganz tief Blaues abgespielt hat, dort nämlich liegt nun die AfD in vielen Wahlkreisen vor der CDU. Woran liegt das? Auch dazu jetzt mehr in der Sendung. Und wie blicken die Deutschen, also die Wählerinnen und Wähler, die für diese politische Landkarte verantwortlich sind, denn auf dieses Wahlergebnis? Marie Blöcher hat Eindrücke quer durch die Republik gesammelt. Viel zu viel durcheinander, das ist kein klares Bild. Ich finde, je mehr Parteien, desto mehr Einflüsse und verschiedene Einflüsse. Also das gefällt mir gut. Viele Köche verderben den Brei. Es wäre schöner, wenn es auf zwei wäre. Dann, Sie wissen ja, drei unter einen Hut zu bekommen, ist immer schwieriger wie zwei. Eine Koalition, ich hoffe, mit der Union, FDP und wohl oder übel die Grünen. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich erwartet habe, dass die Grünen deutlich besser abschneiden. Ich sag ganz ehrlich, die Grünen müssen nicht dabei sein. Mit der Ampel wäre es auch möglich, dass dann auch mal frischer Wind in die Regierung kommt, in die Ministerien. Wäre vielleicht mal ein guter Anfang. Ich wünsche mir keine große Koalition. Genauso. Keine große Koalition. Es ist schon sehr viel wert, dass weder die Linken noch die AfD da wirklich letztendlich eine Chance hat. Und das lässt doch hoffen. Ich hoffe nur, dass der Scholz den Kanzler stellt. Nicht, weil ich von ihm überzeugt bin, sondern weil ich von Herrn Laschek gar nichts halte. Das wird wahrscheinlich dauern bis Weihnachten, also bis sie sich da gefunden haben. Ich hoffe, dass die Pragmatiker sich durchsetzen, ja, und man jetzt ohne Ego-Politur es schafft, eine Regierung zu finden, die uns als Deutschen weiterhilft. Ja, die SPD mag die Wahl knapp gewonnen haben, aber der Blick heute geht vor allem auf das Drama, das sich da in der Union anbahnt. Gestern Abend leitete Armin Laschet aus dem Wahlergebnis noch einen Regierungsauftrag für die Union ab. Aber heute, am Tag danach, scheint davon nicht mehr so viel übrig zu sein. Dennoch sieht Armin Laschet nach wie vor über eine schwarz-grün-gelbe Koalition den Weg ins Kanzleramt. Die Frage ist, inwieweit hat er noch alle Fäden in der Partei in der Hand? Denn am Tag nach der Niederlage fängt es an zu brodeln. Darüber berichtet Kirsten Gierschek. Noch hängt sie die Wahlwerbung an der CDU-Zentrale. Aber CDU wählen, das wollten ja zu wenige. Am Morgen Forderung nach Konsequenzen. Es sind Fehlentscheidungen in der Vergangenheit gewesen. Inhaltlicher Art, in der Regierung und auch in der personellen Aufstellung. Sicherlich auch Fehler im Wahlkampf, die dazu geführt haben, dass dieses Wahlergebnis, das schlechteste in der Geschichte der Union, jetzt so eingetreten ist. Und wenn wir weitermachen wie bisher, dann mache ich mir große Sorgen, was in 4 Jahren übrig bleibt. An die nächsten 4 Jahre kann er noch nicht denken. Es gilt erst mal die nächsten 4 Tage oder 4 Wochen zu überstehen. Am ehesten in der Regierung. Aber das klingt nicht mehr so fordernd wie gestern Abend noch. Auch wenn es so geschrieben wurde, mein Wortlaut gestern war sehr präzise. Es gibt keinen Anspruch. Wer Platz 2 hat, hat keinen Anspruch. Aber es ist eine Situation, wo der eine 24 und der andere 25 hat und die beiden kleinen Partner gesagt haben, das ist nicht automatisch so, dass einer für sich da beanspruchen kann, er redet jetzt mal mit den Kleinen. Immerhin, im CDU-Vorstand konnte er mit dieser Haltung für Ruhe sorgen. Und es hat auch in der Sitzung keiner daran Zweifel geäußert, dass die Union in dieser Lage ihre Bereitschaft zur Regierungsbildung erklären muss. Sogar aus Bayern fast die gleiche Formulierung. Auch Söder spricht nicht mehr von einem Regierungsauftrag. Wir machen dieses Angebot in erster Linie aus Verantwortung fürs Land. Weil wir glauben, dass eine Regierungsbeteiligung und Führung durch die Union für unser Land und die Menschen mehr Ertrag bringt und besser wäre als das Gegenteil. Aber wir dürfen uns dabei nicht anbiedern.
um jeden Preis an der Macht. Das könne die CDU zerreißen, fürchten manche. Wir sind eine große Volkspartei und ich will nicht den Weg gehen, den viele Volksparteien in Südeuropa gegangen sind. Und deswegen ist das eine existenzielle Frage, ja. Und wir wissen um unsere Verantwortung und deswegen gehen wir es an mit voller Wucht. Existenziell ist die Frage auch für Parteichef Laschet. Momentan noch geschützt vom Schwebezustand, ob es nicht doch für eine Jamaika-Regierung langt. Ich habe zu keinem Zeitpunkt heute jemanden vernommen, der seinen Rücktritt gefordert hat. Letztendlich wissen wir alle, dass der Wahlkampf nicht optimal gelaufen ist. Allerdings, außerhalb des engen Zirkels der CDU-Parteispitze gibt es immer mehr Stimmen, die auch persönliche Konsequenzen des Parteichefs fordern. Ich glaube, es ist manchmal so wie bei des Königs neue Kleider. Er steht da und es ist irgendwie, jeder denkt, der muss doch jetzt mal Verantwortung übernehmen und auch zurücktreten, aber keiner sagt ihm oder er macht es einfach nicht. Der im Januar unterlegene Kandidat für den Parteivorsitz wagt sich im ARD-Brennpunkt halb aus der Deckung. Wir müssen uns wieder ganz anders, breiter, tiefer in der Gesellschaft verankern. Das ist dann eine Frage von Themen, ist eine Frage von Kommunikation, ist eine Frage von Personen. Die für Dienstag geplante Wahl eines Fraktionsvorsitzenden stellt Röttgen in Frage. Meine Meinung ist, dass es morgen nicht entschieden werden sollte. Wir wissen doch gar nicht, wird jetzt eigentlich morgen der Fraktionsvorsitzende einer Regierungsfraktion gewählt oder wird der Oppositionsführer gewählt? Derweil muss Armin Laschet am Abend noch zu einer weiteren Vorstandssitzung in seinem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Hier heißt es am Ende, Laschet werde den Prozess seiner eigenen Nachfolge moderieren. Ja, und das ein bisschen besser zu verstehen, hilft uns jetzt unsere Unionsexpertin im ARD-Hauptstadtstudio, Christine Schwiezer. Ist Armin Laschet am Ende dieser Woche noch Parteivorsitzender? Am Ende dieser Woche glaube ich schon, dass er noch Parteivorsitzender ist. Danach wird es eng. Also man hat ihm ja heute im Grunde ein Ultimatum gestellt in den Gremien, dass er noch mal versuchen kann, auf welche Art und Weise auch immer, eine Koalition zustande zu bringen. Und danach ist er angezählt. Und was für mich heute so ein bisschen bezeichnend war, war, dass auch die Unterstützer von Armin Laschet sich eher rar gemacht haben. Und dass Menschen wie Volker Bouffier, der Ministerpräsident von Hessen, der immer treu an der Seite von Armin Laschet stand, heute auch gesagt hat, so einen richtigen Regierungsauftrag haben wir eigentlich nicht. Also er ist angezählt und er muss aufpassen. Und da kommt hinzu, dass ja aus den Reihen der Jungen Union, gerade aus Sachsen, schon die ersten Rücktrittsforderungen auch richtig vehement gefordert werden. Ja, da kann man jetzt noch sagen, das ist noch nicht die erste Reihe, aber das ist schon ein deutliches Zeichen, dass es eine große Unzufriedenheit gibt mit dem Parteivorsitzenden oder dem Kandidaten, wie Sie ihn heute ja genannt haben. Also auch da muss er aufpassen, dass nicht am Ende auch die erste Reihe dann solche Forderungen erhebt. Armin Laschet hat ja nicht nach dem Fraktionsvorsitz gegriffen und hat ihn Ralf Brinkhaus überlassen und hat auch interessanterweise unter Druck ja wahrscheinlich das zurückgenommen, was er gestern gesagt hat, nämlich, dass er einen Regierungsauftrag habe für die Union, das aus diesem Wahlergebnis sich ergebe. Was sagt das? Wie viel Macht hat der noch in der Partei? Ja, das ist interessant, weil man könnte fast sagen, das war wie eine Art Härtetest heute für ihn. Er hätte jetzt auch darauf bestehen können, dass er verhandeln will. Er hat aber keine Truppen hinter sich, die das mittragen. Und einige fragen sich in der Partei, warum er nicht nach dem Fraktionsvorsitz gegriffen hat, um auch seinen eigenen Machtanspruch zu erheben. Also das Problem liegt für ihn in der Tat in den eigenen Reihen. Und bei der Pressekonferenz heute hat er ja quasi den Grünen und der FDP eine Art Blankoscheck ausgeschrieben. Das wirkte fast schon ein bisschen, nehmt was ihr wollt, Hauptsache wir schaffen das zusammen noch, eine Jamaika-Koalition. Ist das ein Zeichen von Schwäche oder ist das quasi der Versuch, dass die ihn noch retten? Das ist seine einzige Chance. Das ist eine, die man vielleicht nicht ganz unterschätzen sollte, weil ich glaube, dass Armin Laschet und Christian Lindner sich wirklich gut verstehen. Es ist ein Pluspunkt für Armin Laschet, dass er ein gutes Vertrauensverhältnis zu Christian Lindner hat. Lindner hat, glaube ich, bei ihm das Gefühl, dass er tatsächlich in der Koalition in Nordrhein-Westfalen auch ein Gesicht hat, dass die Liberalen da auch präsent sind und dass er auch die kleinen Parteien glänzen lassen kann. Und das ist seine Chance, da eine Verbindung herzustellen. Aber es ist eben auch eine Chance, die er jetzt unbedingt ergreifen muss, wenn er Parteivorsitzender bleiben will. Wie ist denn so die Stimmung in den Gremien? Wie groß ist der Anteil derer, die eigentlich sagen, vielleicht doch besser Opposition? Das ist schwer auszumachen. Also er hat auch Unterstützer, aber die haben sich eben jetzt auch ein bisschen rar gemacht. Und es gibt
zwei Linien, würde ich sagen. Zum einen die, die enttäuscht sind über den Wahlkampf, die jetzt auch im Bundesvorstand heute waren und keine Mandate mehr haben. Ja, das muss man sehen. Das ist also eine große Unzufriedenheit mit dem Wahlkampf, was man eben zu Teilen auch dem Kandidaten zuschreibt. Und auf der anderen Seite gibt es einen großen Wunsch nach einem Generationenwechsel in der Union. Und da ist Jens Spahn ja heute schon ein bisschen aktiv geworden. Ist das ganz uneigennützig passiert? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also man sagt ihm ja auch durchaus Ambitionen nach, dass er sehr ehrgeizig sei, dass er sicherlich auch Interesse an Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz hat. Aber darüber hinaus gibt es, glaube ich, ein wirkliches Drängen auch in der Partei, sich jünger und ein bisschen moderner aufzustellen. Christine, vielen Dank für diese Einschätzung. Wir sprechen gleich nochmal weiter. Okay. Ja, wir haben es am Anfang der Sendung schon gesehen. Nach Zweitstimmen hat die CDU keinen einzigen Wahlkreis im Osten der Republik gewonnen. Immer wieder hatten die ostdeutschen Landesverbände in der Vergangenheit angemahnt, die Parteiführung solle sich mehr um die Situation im Osten kümmern, gerade wegen der starken Konkurrenz der AfD. Doch die letzten Landtagswahlen, sowohl 2019 in Sachsen als auch kürzlich die diesen Sommer in Sachsen-Anhalt, die gewannen die Christdemokraten ohne große Unterstützung aus Berlin. Und als ob der Kater seit gestern Abend nicht schon groß genug wäre, der Blick nach Sachsen und Thüringen zeigt nun weitestgehend eine CDU in schwerem Fahrwasser. Friederike Roman. Altenbeuten, Dorfidylle im südwestlichen Thüringen. 207 Einwohner, 120 gültige Wahlstimmen, von denen mehr als die Hälfte an die AfD ging. Erklärungsversuche. Meine Meinung ist, das war Protest, und weil hier sich keiner darum kümmert, um die Leute auf dem Dorf. Ich denke mal, dass viele auf die AfD umgeschwungen sind, weil die anderen irgendwie nicht richtig auf der Reihe bekommen haben. Gerade mit der ganzen Corona-Politik und so. Das ist doch vielen auf den Nerven gegangen. Wenn man jetzt hört, mit dem Benzin, auf den Dörfern ist man einfach angewiesen. Auf ein Auto, jeder muss fahren auf Arbeit, und das greift ins Geld. Das ist einfach so. Und da muss man überlegen. Und mit rechts hat das, glaube ich, auch nichts zu tun. Gewonnen hat die AfD nicht nur das kleine Altenbeuten. Mit 24% der Stimmen wurde sie stärkste Kraft in ganz Thüringen und legte damit im Vergleich zur letzten Bundestagswahl noch etwas zu. Protest sei längst nicht mehr der Hauptgrund für die stabilen AfD-Zustimmungswerte im Osten, so Beobachterinnen. Die AfD bindet auch Wähler, die Furcht vor Veränderung haben. In einem Wahlkampf, in dem die Veränderung und der Wandel auf der Agenda stand, ist das gerade in Ostdeutschland mit seinen vielen Systemumbrüchen ein wichtiger Punkt. Auch in Sachsen liegt die AfD erneut vorn. Dieses Mal gewann sie sogar die meisten Direktmandate, wie etwa hier im Erzgebirge, wo mehr als 31% für den AfD-Kandidaten stimmten. Ein bitteres Ergebnis für Alexander Kraus. Die letzten 4 Jahre vertrat er seine Region für die CDU im Bundestag und rechnete fest mit seiner Wiederwahl. Denn die CDU hatte diesen Wahlkreis seit 30 Jahren jedes Mal gewonnen. Dass es jetzt nicht geklappt hat, liegt laut Kraus vor allem an Spitzenkandidat Armin Laschet. Da ist klar, dass dort sozusagen die Gesamttendenz, dass es eine gewisse Unbeliebtheit des Spitzenkandidaten auf Bundesebene gab, bei uns natürlich durchgeschlagen hat. Ich fand, dass Armin Laschet auch einen guten Wahlkampf gemacht hat, keine Frage. Aber im Endeffekt war es sozusagen der Kandidat bei den Menschen nicht angekommen. Das ist die Realität. Mehr als 8 Prozentpunkte hat die CDU bei den Erststimmen in Sachsen verloren. Und das macht den Erfolg der AfD noch einmal sichtbarer. 10 der 16 Direktmandate sind jetzt an sie gegangen, alle aus dem ländlichen Raum. Aber auch in der Landeshauptstadt hätte es fast für ein Direktmandat der AfD gereicht. Im Wahlkreis Dresden 2 hatte der CDU-Kandidat gerade einmal einen Vorsprung von 39 Stimmen. Er ist einer von nur noch 4 Direktkandidaten der CDU in ihrer einstigen Hochburg Sachsen. Ja, fragen wir noch mal unsere Unionsexpertin Christine Schwietzer. Sehen wir denn hier eine besondere Stärke der AfD oder eine besondere Schwäche der Union? Wir sehen eine besondere Schwäche der Union. Ich glaube, das ist unstrittig. Wir erinnern uns an die Sätze von Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, der 2015, 2016 bei seiner Landtagswahl nach dem Erstarken der AfD immer wieder gesagt hat, es dürfe eben keine Kraft sich neben der Union etablieren, den alten Strauß-Satz zitiert hat. Und es ist der Union einfach nicht gelungen, die AfD über diese Jahre so auf Distanz zu halten. Und wir haben es jetzt eben bei diesem Wahlergebnis gesehen. In Ostdeutschland ist das ein strukturelles Problem.
Ich hatte es gerade ja gesagt, die ersten Rücktrittsforderungen kamen von der Jungen Union in Sachsen. Auch der Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich sehr kritisch geäußert über den Wahlkampf von Armin Laschet, gerade mit Bezug auf Ostdeutschland. Gibt er dem Kandidaten damit quasi die Schuld für diese Niederlage? Er versucht vor allen Dingen Schaden von sich selbst abzuwenden, weil auch Michael Kretschmer natürlich weiß, wie schwer das wird, auch für sich selbst Wahlen zu gewinnen. Sein Vorgänger Stanislav Tillich ist genau an einem Bundestagswahlergebnis mit einer stärksten Kraft AfD gescheitert. Das weiß Michael Kretschmer, hat seine eigene Wahl gegen widrige Umstände gewonnen, auch gegen schlechte Umfragewerte im Bund. Und Sie wissen und Sie stehen seit Monaten und seit Jahren bei der eigenen Partei hier in Berlin auf der Matte und sagen, wir brauchen mehr Themen für den Osten, wir brauchen auch Gesichter, die im Osten ziehen, aber wir brauchen vor allen Dingen Themen für Ostdeutschland. Und da hat man in den letzten Jahren den ländlichen Raum schlicht und ergreifend vernachlässigt. Das fordern Sie vom Bund, aber was kann denn die CDU in Sachsen und in Thüringen tun, um wieder Terrain zurückzuerobern? Ja, sie müssen dieselbe Aufgabe auch leisten. Sie müssen vor allen Dingen den ländlichen Raum und die Strukturen im ländlichen Raum stärken und dafür sorgen, dass die AfD nicht stark wird. Aber sie brauchen in der Tat Unterstützung auch von der eigenen Partei mit klaren Konzepten auch für Ostdeutschland. So viele Jahre nach der deutschen Einheit, aber es ist noch notwendig. Danke, Christine, für die Einschätzung. Ja, so sehr die Union in Sachsen und Thüringen die AfD davonziehen lassen musste, so anders sieht es meist in den westdeutschen Bundesländern aus. Obwohl sie trotzdem ihr Ergebnis von 2017 weitgehend halten konnte, ist die AfD ihre Rolle nun als stärkste Oppositionsfraktion im Bundestag los. Wie die Parteispitze das Abschneiden beurteilt, macht auch deutlich, wie uneins man sich ist. Martin Schmidt. Es ist Tag 1 nach der Bundestagswahl. In anderen Parteien der Tag der Blumensträuße, nicht in der AfD. Die Führungsriege zerstritten. Parteiinterner Machtkampf um die Deutungshoheit, ausgetragen vor Journalisten. Ich bin stolz auf unseren Wahlkampf, auch unsere Kampagne, die doch wichtige Themen angesprochen hat, wichtige Interessen der Bürger vor allen Dingen angesprochen haben. Und ich bin auch stolz auf das Ergebnis und ich bin auch stolz auf unsere Partei. Unter dem Strich wird man das als Erfolg nicht vermelden können. Versuche sich das in einer Art von Altparteienmanier schönzureden, darf es bei uns nicht geben. Ich muss Ihnen auch ganz klar sagen, dass ich das Ergebnis mir nicht und uns auch nicht schlecht reden lasse von niemandem. Denn wir haben nun mal ein solides Ergebnis gefahren. Gestern Abend keine große Jubelstimmung. Die AfD verliert, bleibt mit 10,3% nur knapp zweistellig. Das soll jetzt analysiert werden, intern. Meuthen spricht dennoch vom teilweise falschen Wahlprogramm. Weidel dagegen von Personaldebatten, die geschadet hätten. Sie kündigt zudem an, künftig mit Chrupalla gemeinsam die Fraktion leiten zu wollen und bekommt prompt Widerspruch. Wir avisieren eine Doppelspitze in der Fraktion und werden da als Duo antreten. Grundsätzlich halte ich es in persönlicher Meinung für keine gute Praxis, im Doppelpack anzutreten, sondern in unserer Partei hat es Tradition, Einzelwahlverfahren durchzuführen. Schon am Mittwoch soll genau diese Verfahrensfrage inklusive Wahl in der neuen Fraktion geklärt werden. Es gibt einige, die zwar Chrupalla wollen, Weidel aber nicht. Die nächste parteiinterne Machtprobe steht damit schon bevor. Und damit kommen wir mal zu denen, auf die es jetzt ankommt und die sich quasi aussuchen können, wen sie sich als Kanzler wünschen, zu Grünen und der FDP. Und wenn es bei dieser Bundestagswahl nur nach den jüngeren Wählerinnen und Wählern gegangen wäre, dann legen diese beiden Parteien vorn. Bei den 18- bis 24-Jährigen, da erhielten die Grünen 23% und die FDP 21%. Beide weit vor der SPD mit 15 und der Union mit gerade mal 10%. Die nächste Generation wünscht sich also mehr Grün-Gelb in einer neuen Regierung. Aber wie daraus eine gemeinsame Sache wird, das ist noch alles andere als ausgemacht. Schließlich hat Grünen-Co-Chef Robert Habeck schon mal erklärt, da treffen Welten aufeinander. Oder doch nicht? Über grün-gelbe Befindlichkeiten Juli Kurz. Grün. Gelb. Zwei Farben. Zwei Parteien. Einst hatten sie eher Berührungsängste, nun soll die Annäherung folgen. Gesucht eine gemeinsame Erzählung, eine Idee. Zaghafte erste Schritte aufeinander zu, heute auf den jeweiligen Pressekonferenzen. Parallelen bei der Rhetorik, den Signalwörtern von FDP und Grünen. Aufbruch, Erneuerung.
Es muss was Neues entstehen. Und dieses neue Entstehen ist kompliziert, aber natürlich auch extrem reizvoll. Es könnte schlimmere Antworten für Deutschland geben, als das, was Neues entsteht in einer neuen Zeit. Und deshalb ist es sinnvoll, dass diese beiden zuerst miteinander das Gespräch suchen, um zu prüfen, ob daraus bei allen Unterschieden ein fortschrittliches Zentrum einer neuen Koalition werden könnte. Die Progressiven, die Fortschrittlichen, es könnte die gesuchte gemeinsame Erzählung werden. Beide Parteien haben vor allem junge Wähler überzeugt und gerade bei Fragen des Zusammenlebens gibt es Überschneidungen in den Wahlprogrammen. Beiden ist der Respekt vor individuellen Lebensformen wichtig, wie etwa die Ehe für alle. Beide fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung und beide wollen die Bürgerrechte stärken. Auch eine erleichterte Zuwanderung wollen sowohl die FDP als auch die Grünen. Pola Lehmann vergleicht die Entwicklung der Parteiprogramme seit der Nachkriegszeit. Wenn wir uns die Programme von den Grünen und der FDP angucken, dann sehen wir tatsächlich, dass vor allen Dingen bei soziokulturellen Fragen sie sich 2021 besonders nah jetzt beieinander stehen und die Wahlprogramme da eben viel Potenzial für Koalitionen bieten. Bei sozioökonomischen Themen ist es sehr viel schwieriger. Denn da verläuft eine scharfe Trennlinie zwischen Grün und Gelb. Beide Parteien haben völlig unterschiedliche Weltsichten bei der Frage, welche Rolle spielt der Staat? Und welche der Markt? Boris Mijatovic zieht zum ersten Mal für die Grünen in den Bundestag ein. Ihn sorgt gerade, dass in puncto Klimaschutz diese verschiedenen Politikstile nicht zusammenfinden könnten. Was die Regierung leisten muss, ist tatsächlich, klimaeffektiv zu handeln. Ich glaube nicht, dass das der Markt alleine kann. Das sagt die FDP, dass der Markt das alleine kann. Aber ich glaube tatsächlich, wir brauchen einen staatlichen Aufbruch für eine ökologische Grenze bei der Marktwirtschaft. Auch beim Geld sind sich beide eigentlich gar nicht einig. Die FDP will auch heute von der Idee der Grünen, Steuern zu erhöhen und die Schuldenbremse aufzuweichen, nichts wissen. Wir haben zwei Leitplanken. Der FDP wird es keine höheren Steuern geben, mit der von mir immer gemachten Ausnahme Google etc. Und auf der anderen Seite kein Aufweichen der Schuldenbremse in unserer Verfassung. Große Differenzen, aber auch ein gemeinsamer Zukunftswille. Am Ende dürfte auch das Motiv der Verantwortung an Bedeutung gewinnen, denn ohne die Annäherung dieser beiden Farben dürfte es wohl keine neue Regierung geben. Genau, Grün und FDP müssen ins Boot geholt werden für eine Regierungskoalition. Und darüber haben wir am Abend mit dem Mann gesprochen, der das hinbekommen will, Olaf Scholz, dem Kanzlerkandidaten und Wahlsieger von der SPD. Herr Scholz, wie ist das? Das Kanzleramt in greifbarer Nähe und trotzdem könnte es sein, dass Sie draußen bleiben. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Die Wählerinnen und Wähler haben ein sehr klares Votum abgegeben. Sie haben drei Parteien zusätzliche Stimmen gegeben. Der SPD sehr viel. Wir sind stärkste Partei geworden. Den Grünen und der FDP. Mehr als weniger als ein gut 1% und bei der CDU/CSU ist es ordentlich nach unten gegangen. Das ist ein sehr klares Votum, dass diese beiden Parteien, die CDU und die CSU, aus Sicht der Wähler und Wähler abgewählt sind. Und deshalb ist es die Aufgabe derjenigen, die so viel zusätzliche Stimmen bekommen haben, jetzt gemeinsam eine Regierung zu bilden. Und ich glaube, mit genügend Pragmatismus und großer Kooperationsbereitschaft wird das auch gelingen. Aber mich interessiert, wie sich das anfühlt. Es sind nicht Sie, die eine Koalition bilden, sondern es sind die Grünen und die Freien Demokraten, die sich jetzt und die SPD. Die sich jetzt einen Kanzler aussuchen, die fangen jetzt an zu verhandeln und dann sagen sie ihnen, ob sie der Kanzler werden sollen. Ich glaube, dass es gute Gespräche geben wird, weil es natürlich notwendig ist, Vertrauen zueinander zu fassen. Es kann nicht so gehen wie in der Regierungszeit von Schwarz-Gelb 2005 bis 2009, wo alle immer Gurkentruppen diskutiert haben und sich auch wechselseitig beschuldigt haben. Es kann nicht so gehen wie bei den Jamaika-Koalitionsverhandlungen, sondern es ist wichtig, dass alle wissen, dass sie respektvoll behandelt werden und dass das Vertrauen auch groß genug ist für die ganze Zeit einer Regierung. Wer zusammen eine Regierung bildet, sollte am Ende auch das Ziel haben, gemeinsam wiedergewählt zu werden. Und das habe ich auch vor. Aber es könnte so ausgehen wie in Schleswig-Holstein 2017. Da war eine ähnliche Ausgangslage und dann war es auch ein SPD-Mann, der sehr siegessicher war und am Ende blöd aus der Wäsche guckte. Ich glaube, dass es diesmal so ist, dass die Wählerinnen und Wähler sehr klar gesprochen haben und dass sie einen Regierungswechsel wollen. Die Umfragen zeigen ja im Übrigen schon vor der Wahl, aber auch jetzt, dass die SPD die Partei ist, von der man möchte, dass sie die Regierung führt und dass sich die meisten Bürgerinnen und Bürger wünschen, dass ich der nächste Kanzler werde.
Auch das wird berücksichtigt werden müssen. Es geht schon. Aber offenbar scheint es eine Frage des Preises ein bisschen zu sein. Herr Laschet hat ja heute quasi den Grünen und der FDP einen Blankoscheck ausgestellt. Der FDP in Sachen Finanzpolitik, den Grünen beim Klimaschutz. Sie sagen, Sie wollen ein Angebot machen. Was haben Sie im Angebot? Erstens finden Koalitionsverhandlungen zwischen Koalitionsparteien und solchen, die es werden wollen, statt und nicht in der Öffentlichkeit. Was wir wollen, das haben wir in unser Programm geschrieben, die anderen Parteien auch. Und was uns verbindet, ist, glaube ich, auch eine gemeinsame Idee von Fortschritt. Unterschiedliche Fortschrittsvorstellungen, aber das unterscheidet sowohl die SPD als auch die Grünen als auch die FDP von anderen Parteien, dass wir eine konkrete Idee von der Modernisierung unserer Gesellschaft in den 20er Jahren haben. Die SPD hat eine Fortschrittsidee, die was mit Respekt zu tun hat und mit der wirtschaftlichen und industriellen Modernisierung unseres Landes. Die Grünen haben diese Ideen auch, aber einen großen Schwerpunkt auf den Klimaschutz, der uns aber auch wichtig ist. Bei der FDP spielen die Bürgerrechte und technologische Modernisierung eine große Rolle. Bürgerrechte und technologische Modernisierung gehen auch mit den anderen beiden. Und deshalb finde ich, ist es schon möglich, gerade unter dem Thema des Fortschritts in den 20er Jahren etwas zustande zu bringen, das unser Land voranbringt. Aber es ist immer noch die Frage, wer ist dann Koch und Kellner? Also bei Herrn Laschet klang das fast schon so, als würde er alles anbieten, Hauptsache er kann regieren. Und bei Ihnen klingt das jetzt so ein bisschen, naja, wir sind aber immer noch dann, der den Ton angibt. Ich glaube, dass diese ganzen Metaphern eh nichts bringen. Ich habe mich damit nie sehr wohl gefühlt und deshalb will ich ausdrücklich dazu sagen, es geht darum, dass eine Regierung gebildet wird. Die SPD hat ein sehr starkes Mandat von den Bürgern und Bürgern bekommen. Und sie haben auch gesagt, die SPD soll die nächste Regierung führen. Das, glaube ich, kann man aus allem herauslesen. Und wir werden unseren Beitrag dazu leisten, dass das auch mit genügender pragmatischer Klugheit gelingt. So. Es geht ja um eine Zweckgemeinschaft nicht nur, sondern eben um eine Regierung, die gemeinsame Ideen haben muss. Herr Habeck hat gesagt, ein faires Miteinander. Wenn man mal schaut, in Hamburg, als sie mit den Grünen 2015 eine Koalition geschmiedet haben, da hieß es, dass der als erster Bürgermeister die Grünen quasi so als Anbau ihres Roten Hauses gesehen wurden. Das klingt jetzt nicht nach einer fairen, gleichberechtigten Wohngemeinschaft. Das war eine ziemlich gute Zusammenarbeit, die übrigens ja bis heute hält. Und insofern scheint es ja nicht so schlecht gelaufen zu sein. Naja, aber die Grünen haben eine Menge Projekte nicht durchgekriegt. Die Stadtbahn haben sie abgelehnt, es gab keine City-Maut, Umweltzone, sie haben die Elbvertiefung durchbekommen. Also die Grünen hatten da nicht so viel zu melden. Werden sie denen jetzt mehr entgegenkommen? Ich glaube, dass das, was man aus dem Kopf herauskriegen muss, ist die Idee, dass es nicht um Demokratie geht bei dem, was wir hier machen. Die Bürgerinnen und Bürger haben gesprochen und manche politische Debatte, auch manches, was so gegenwärtig erörtert wird, sieht so aus, als ob jetzt irgendwo in Hinterzimmern Geschäftsführer von Parteien irgendwas sich ausdenken und das geht dann unter den Parteien, aber es funktioniert dann nicht gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und der Öffentlichkeit. Die Demokratie hat möglich gemacht, dass anders als manche es vor 4 Monaten geplant haben, die SPD von den Bürgerinnen und Bürgern an die Spitze gewählt worden ist, die meisten Stimmen bekommen hat. Die Demokratie wird auch möglich machen mit dem Votum, das die Bürgerinnen und Bürger abgegeben haben, dass eine Regierungsbildung stattfindet, so wie Sie sich richtig vorstellen. Und das wäre in diesem Fall eine zwischen SPD, Grünen und FDP. Und in diesem Fall geht es ganz besonders um Vertrauen, hat Robert Habeck gestern gesagt. Und deswegen haben die Grünen mit den Freien Demokraten nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen vor 4 Jahren begonnen, eine intensive Verbindung aufzubauen und sich immer wieder zu treffen. Haben Sie das auch gemacht? Ich finde gut, dass es diese Gespräche gegeben hat und dass es auch weiter welche geben wird. Das muss ja so sein. Und ansonsten habe ich mit all diesen Parteien immer wieder sehr gute Gespräche geführt, sogar Verfassungsänderungen verhandelt. Aber haben Sie auch speziell mit Christian Lindner und Annalena Baerbock sich schon mehr unterhalten? Wir haben auch gesprochen, aber ich will doch noch mal sagen, das, was jetzt stattfinden muss, ist doch etwas, das sehr ernsthaft ist, nämlich den Auftrag der Bürgerinnen und Bürger umsetzen und das aber in einer sehr vertrauensvollen Atmosphäre zu tun, wo es um die Dinge geht, die für die Zukunft unseres Landes wichtig sind. Haben Sie eine vertrauensvolle Verbindung zu diesen beiden Protagonisten? Es geht ja sehr viel darum, dass man sich auch menschlich verstehen muss. Ich empfinde das so und ich glaube, die auch. Die auch. Aber das Entscheidende ist, dass wir das jetzt hinkriegen, was wir als Auftrag haben. Und ich bin auch sicher, dass das gelingen wird. Nochmal, es geht hier um konkrete Politik, die 20er Jahre beginnen. Und wenn wir die Weichen für unsere Zukunft falsch stellen, dann kann das bedeuten, dass wir in 10, 20, 30 Jahren traurig dem Wohlstand auf anderen Kontinenten zuschauen. Das müssen wir verhindern. Wenn Sie von konkreter Politik reden, dann nehmen Sie uns mal konkret mit, wie das jetzt in den nächsten Tagen weitergeht. Was ist denn dann der Zeitplan? Wen rufen Sie jetzt an? Wie stellen Sie sich das vor? Ich werde Ihnen weder erzählen, wann und wie viel Uhr ich mit wem schon telefoniert habe, noch wann die nächsten Gespräche da sind und wann wir uns im Einzelnen treffen werden. Das werde ich würde Menge Leute interessieren, glaube ich. Rechtzeitig bekannt geben. Aber eine vertrauensvolle Zusammenarbeit beginnt damit, dass man dieses Spielchen nicht spielt.
Danke, Herr Scholz. Herr Scholz, vielen Dank. Schönen Dank. Und zum Ergebnis dieser Bundestagswahl und den Folgen insbesondere für die Union hat Reinhard Becker vom Südwestrundfunk folgender Meinung. Manchmal ist es gut, sich am Tag nach der Wahl mit Fakten zu beschäftigen. Dazu gehört, dass das Amt des Bundestagspräsidenten traditionell von der stärksten Fraktion besetzt wird. Das ist im neuen Bundestag die SPD. Dem Unionskanzlerkandidaten Laschet ist es also nicht gelungen, seinem wichtigsten Unterstützer Wolfgang Schäuble das Amt zu sichern. Vielleicht wäre es jetzt im Gegenzug gut, wenn die gewichtigste Stimme der CDU dem eigenen Kanzlerkandidaten mal sagen würde, ich over Armin. Was die CDU jetzt braucht, ist ein Neustart, personell und inhaltlich. Und sie braucht jemanden, der dem Parteivorsitzenden genau das sagt. Zur Wahrheit nach dieser Wahl gehört nämlich auch die Erkenntnis, die CDU ist keine Volkspartei mehr und Armin Laschet als Kanzler einer, wie er es nennt, Zukunftskoalition kaum vorstell- und vermittelbar. Es drängt sich der Verdacht auf, im Adenauerhaus treffen sich derzeit Phrasenautomatik und Realitätsverlust. Dabei wäre die Union möglicherweise gut beraten, sich an die 70er Jahre zu erinnern und für die nächste Legislaturperiode auf Erneuerung in der Opposition zu setzen. Zumindest bei der kleineren Schwesterpartei CSU scheint man sich diesem Gedanken nicht mehr ganz verweigern zu wollen. Jedenfalls hieß es heute aus München mit Blick auf mögliche Sondierungsgespräche, die Union dürfe sich nicht verbiegen. Vielleicht wäre der Union auch einfach zu empfehlen, sich an den ehemaligen SPD-Kanzler Schröder zu erinnern und bei diesem Ergebnis einfach mal die Kirche im Dorf zu lassen. Die Meinung von Reinhard Becker. Ja, und rund um die Zukunft des Kanzleramts ist es derzeit noch ziemlich nebulös. Fragen wir Carsten, haben wir denn wenigstens beim Wetter ein bisschen klarere Sicht? Erstmal freue ich mich sehr, dass ich euch beide heute im Studio sehe. Das passiert ja nur sehr selten. Und das klart auf jeden Fall die Sicht aufs Wetter deutlich auf. Aber wenn wir schon Richtung Herbst gehen, dann werden wir auch beim Wetter nicht ganz ohne Nebel auskommen. Ich habe mir mal die aktuellen Radarbilder rausgesucht. Das ist der Stand von 19.55 Uhr. Das, was heute Abend hier im Westen ankam, das ist eine Kaltfront. Wir sehen das Regenband. Wir sehen auch sofort hier, wo es so grün-gelb ist, im Norden Niedersachsens. Da gab es und da gibt es auch durchaus stärkeren Regen. Wir lassen das Ganze mal laufen und verfolgen gemeinsam, wie sich das Ganze innerhalb der letzten zwei Stunden bewegte. So ein ganz bisschen weiter kam es nach Osten voran. Übrigens, das hier, das ist noch kein Regen. Dort ist es trocken. Da fällt der Regen zwar aus der Wolkendecke, aber weil hier die Luft deutlich wärmer ist, verdunsten die Regentropfen und kommen noch nicht unten an. Die aktuellen Temperaturen zeigen das. Ich habe mal zwei Werte rausgesucht. Hannover 19 Grad, knapp vor diesem Regen. In Aachen, wo die Kaltfront durch ist, liegt die aktuelle Temperatur bei 12 Grad. Hier im Westen reißt der Himmel gerade auf. Und diese 12 Grad sind erst der Anfang. Es wird hier noch kälter. Die Feuchtigkeit kam durch den Regen. Deshalb wird es hier im Westen heute streckenweise Nebel geben, vor allem in den Frühstunden. Also der Herbst ist da, bringt aber auch sonnige Seiten. Wir haben mal die Sonnenscheinstunden am Beispiel von Erfurt rausgesucht. Morgen am Dienstag und übermorgen am Mittwoch. 5 bis 6 Stunden, das heißt, da sind noch relativ viele Wolken dabei, es ist so ein Mittelmaß. Aber am Donnerstag und Freitag, und das gilt nicht nur für Erfurt, sondern verbreitet in Deutschland, wird es dann ziemlich sonnige Tage geben. Und damit schauen wir auf das Wetter. Hier sehen wir jetzt noch einmal dieses Regenband der Kaltfront. Es wird im Verlauf der Nacht langsam nach Osten weiterziehen. Dabei schwächt es sich vor allem in der Mitte und im Süden ab. Morgen Vormittag dann letzte Regentropfen ganz im Osten. Tagsüber Sonnenschein und das, was hier als dunkle Wolken herankommt, ist wahrscheinlich nicht ganz so dunkel. Das sind hohe Schicht- und Schleierwolken. Da kann die Sonne wahrscheinlich so als Scheibe noch hindurchschimmern. Also es gibt morgen auf jeden Fall für die meisten Menschen in Deutschland einen trockenen Tag. Die Temperaturen nachts, und jetzt sehen wir mal, was aus diesen 12 Grad in Aachen bis morgen früh werden. 5 bis 10 Grad, also hier im Westen, wo es klar wird, wo sich der Nebel bildet, sind es meistens einstellige Werte. In der Osthälfte bleibt es milder. Und tagsüber, die 20 Grad müssen wir suchen. Meistens sind es nur noch 16 bis 19 Grad, nur vereinzelt werden es 20 Grad. Am ehesten in Niederbayern, dort können es bis zu 21 Grad werden. Die weiteren Aussichten, der Mittwoch bringt das nächste Tief mit Schauern, einzelnen Gewittern. Am Donnerstag wieder mehr Sonne, außer im Norden, dort kann es stürmen. Werden und das Ganze weiterhin bei unter 20 Grad. Aber wenigstens beim Wetter wissen wir, wann jetzt wieder mit mehr Klarsicht zu rechnen ist. Danke, Carsten, für diese Aussichten. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Story im Ersten über 70 Jahre Bundesverfassungsgericht und brisante Fälle und Urteile dazu.
Das Nachtmagazin gibt es heute um 0.20 Uhr mit Kirsten Gerhardt und Ingo. Gibt es morgen wieder dann aus dem Hamburger Tagesteamstudio. Das wird auch, zu Hause. Wird auch ein interessanter Nachrichtentag. Oder? Absolut. Wir blicken natürlich auf die Entscheidungen in der Fraktion, bei der Union, was sich da durchsetzt, wer sich durchsetzt und ob das ein richtungsweisender Wink dann ist für die weitere Entwicklung in der Union. Die Machtfrage, das wird auf jeden Fall ein spannender Vormittag. Und einen Tag später, haben wir gerade erfahren, soll es zu ersten Sondierungsgesprächen zwischen Grünen und FDP gehen. Die Bundestagswahl und ihre Ergebnisse werden uns also diese Woche noch weiter beschäftigen. Soweit war es das aber von uns hier aus Berlin heute im Duo. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss. Schönen Abend noch.